gefährlich glatt. Morgen dann fällt wieder etwas Schnee oder Schneeregen. Zwischendurch gibt es aber hier und da auch trockene Phasen mit etwas Sonne. Bei schwachem bis mäßigem Wind erreichen die Temperaturen minus 1 Grad im Schwarzwald und plus 3 Grad im Breisgau. So geht's weiter. Am Dienstag und Mittwoch wolkig, gelegentlich Sonne, nur vereinzelt Schneefall. Es bleibt bei Temperaturen um die 0 Grad. Mit Michael Saunders. Und damit herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder in Musik aus dem Land. In dieser Stunde unter anderem mit dem Landespolizeimusikchor und auch mit dem italienischen Musiker Pino Daniu. Natürlich haben wir auch zwischen 19 und 20 Uhr weitere Informationen für Sie zur Landtagswahl in Niedersachsen. Sie sind also rundum informiert hier bei uns in SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim. Andere Interpretation des großen Hits Cucurú Paloma, das war Julio Iglesias und von der spanischen Musik jetzt in Musik aus dem Land hier in SWR 4 Baden-Württemberg. Zum Italiener Pino Daniu, der schon lange in Baden-Württemberg lebt, in der Gegend um Weinstadt bei Stuttgart. Er hat ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, das mit der Musik. Sein Opa war ein großer Volksmusiker in Italien und man merkt also, der hat Stimme, der weiß, wie das geht mit Gesang und Harmonie. Hören Sie mal rein hier aus seinem neuen Album Pino Daniu, hier mit dem Lied Bugiarda, was so viel heißt wie Lügnerin. SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim. Wenn ein Italiener so über die Liebe redet, dann müssen wir ihm das abnehmen. Die sollen sich ja auskennen, die Herren, gell? Also Pino Daniu war das, wenn man sich verliebt. Der Mann aus Weinstadt, der ein neues Album raus hat und der auch gerne auf der Tanzfläche zusammentrommelt und die Menschen auf die Tanzfläche bringen will mit seiner Musik. SWR 4 Baden-Württemberg, die Landtagswahl in Niedersachsen beschäftigt uns natürlich auch.